Wir befinden uns jetzt in diesem alten Atomschutzbunker, sozusagen für die Deutsche Bahn gebaut. So. Wir bewegen uns mal hier durch den Bunker. Dann der Filter. So, damit mal ein bisschen Spannung verspürt, gehen wir mal hier durch. Das ist so gesehen die Gasschleuse. Wenn ich jetzt den Strombus anmache. So, hier sind alles Plankorate. Posen, müsst ihr euch was sagen. Danzig, Kössling, Feucht, hier ist der Notausstieg. Also hätte man durchs Treppenhaus nicht mehr gekommen, weil wegen Feuer war es vielleicht nicht, was auch immer. Hätte man sozusagen hier die Luke öffnen können, wäre sozusagen, hätte auch flüchten können. Aber schon mega, das war jetzt Raum 5. Da steht es auch, das sind 25.000 Liter Wasser im Wert. Wie gesagt, gewesen. Selbst die Pissoirs sind sozusagen gefedert, falls eine Detonation stattfinden sollte, können die nicht kaputt gehen. Die Luke sind auch nochmal gefedert, also das ist richtig alt, ey. Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute einen alten Atomschutzbunker an. Die in diesem Video gezeigten Inhalte sind auf keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Aber dieses Mal habe ich ein paar Infos für euch. Also dieser Bunker ist aus dem Zweiten Weltkrieg, befindet sich sozusagen unter einem alten Hauptbahnhof. Und dieser Bunker war dazu gebaut gewesen, dass die Bahnbediensteten noch einen Zugverkehr aufrechterhalten können. Wäre es zu einem atomaren Zwischenfall gekommen oder einem Angriff? Es gibt sogar noch den letzten Hinweis, gibt sogar in dem Bunker noch, es ist zwar die Toilette geputzt worden 1970, wenn ich richtig gelesen habe. Und ich bin gerade ein bisschen hier am Recherchieren noch, um euch auch was zu erzählen zu können. Also am 10.07.1970 ist die Toilette jetzt geputzt worden, das hat ein Bahnbediensteter wohl. Der wurde peinlich genau alles sowas verfolgt, hat sich das halt angeschaut und hat das dann wohl entdeckt. Hier steht auch drin, Spuren auf dem Boden des Bunkers zeigen, dass hier regelmäßig der Ernstfall geprobt wurde. Der Boden ist an einigen Stellen völlig abgenutzt. Im ehemaligen Badezimmer hängt noch ein Kontrollzettel von der letzten Reinigungskoll am 10.07.1970. Hat ein penibler Bahnkontrolletti sich noch vergewissert, dass die Klos und die Badezimmer sauber sind. Das ist schon eine krasse Story. Wir haben hier eine Telekommunikationsanlage, ist nochmal gezeigt. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. So. Dieser Bunker befindet sich unter seinem Hotel. War auch eigentlich sozusagen gebaut worden, um halt, wenn halt es zu einem, sage ich jetzt mal, eine Apokalypse gekommen wäre, hätte man sozusagen in diesem Bunker überleben können. Und wäre sozusagen vor der Strahlung geschützt gewesen. Hat auch riesen fette Bunkertüren. Und wir werden uns heute diesen Bunker anschauen. Ich zeige euch mal ganz kurz. So sehen die Türen aus. Mega. Ja, das war geplant gewesen, eine Tiefgarage zu bauen. Da hat man aber wohl den Bunker gebaut. Also beziehungsweise der Bunker war als Tiefgarage geplant gewesen, wie es da steht. So, auch hier, das ist sehr interessant. Der Bunker in Essen hat Strom, Wasser und Frischluft für den Notfall. So, hier schon. Im Bunker in Essen ist viel Technik aus den 60er Jahren und den 70er Jahren. Im Kalten Krieg war hier die Einsatzzentrale für den Essener Hauptbahnhof. Hätte es einen Angriff auf den Hauptbahnhof gegeben, dann hätten die Techniker aus dem Untergrund die Züge und den Hauptbahnhof steuern können. Der Generator lief mit Diesel, zwei riesige Wassertanks hatten 50.000 Liter Frischwasser, Lüftungsrohre führten ins Freie. Im Sommer 1970 wurde der Bunker aufgegeben und vergessen. So, das sind die Bilder davon. Und das ist der Hinweis, wann das Klo geputzt worden ist. Also man ist wohl peinlich gewesen, hat halt peinlich genau geguckt, dass es sauber ist. Ja. Diesen Bunker werden wir uns heute anschauen. Ne, hier steht es auch nochmal. Unter dem Premier Inn in Essen ist direkt dem Hauptbahnhof Essen ist ein vergessener Bunker. Er stammt aus der Zeit des Kalten Krieges. 1970 wurde hier unten der Ernstfall geprobt.
Ach schon? Krass. Schon echt krass. Und dieses schöne Ding schauen wir uns heute an. Und ja, ich sage mal was später. So, ich habe schon mal meinen Rucksack sozusagen vorbereitet. Sozusagen so auf Bunkertunnel mitnehme. Inklusive einer Videoleuchte. Verbandspäckchen brauchen wir jetzt heute nicht, aber okay. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Vielleicht würde Dennis noch irgendwas auf dem Weg haben. Mal schauen. Ja. Nun denn. Ich sag einfach mal, bis später. So, ich sitze im Auto. 15:42, also ich bin früh genug dran. Mal gucken, Adresse eingeben. Es gestaltet sich nämlich schwierig mit Parken. Und Dennis meinte so, ja, fahr am besten ins Parkhaus. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich die Adresse vergessen. Wenn man überall jeden Tag hinfährt, dann ist das ein bisschen besser. Dann hat man sozusagen die Adressen schon im Kopf. So, starten wir mal. Ich bin gerade bei der Taschenlampe noch am Aufladen. Weil ich nicht weiß, wie das aussieht mit Licht. Wie das da ist. So, eins habe ich nicht dabei, aber jetzt weg ist Schuhe. Aber ist ja egal. Ich habe auf jeden Fall Maske, Impfausweis habe ich leider vergessen. Naja, wird schon schief gehen. So, sagen wir mal, keiner ist mal wieder meistens total grau, ey. Boah. Schleicht in den Berg hoch, ey. Wir sind schon wieder, wir sind ja wieder in Mönchengladbach. Vielleicht treffe ich mich nachher noch mit dem Benni. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, der hat Mittwochsmassage. Mal schauen. Da hat mir schon jemand geschrieben. Ach, Toni, okay. Ja, dann lass uns überraschen, was da für ein schönes Bunkerchen ist. Den habe ich mal abgestellt, um meine Ausrüstung rauszuholen. Jetzt bewegen wir uns mal hier durch den Bunker. Ihr seht hier diese Türe. Also, das hält schon was ab. Ja, seht meine Hand. Wie fett die ist. So, man kann sie auch noch bewegen. Hier haben wir schon mal so ein Druckventil. Und hier haben wir nochmal einen Ausgang. Ja, man hat diesen Bunker halt wieder elektrisiert, sag ich es mal. Alles installiert, wie das für Licht ist. Wir haben es auch mal nicht ausgeschaltet. Und das war sozusagen hier der Raum, wo hier sozusagen der Diesel steht.
Ich mache euch jetzt mal richtig viel Licht. So, könnt ihr ein bisschen mehr sehen. So, das war sozusagen der Diesel. Den hat man immer alle abgebaut. Ihr könnt jetzt mal, ich habe jetzt hier einmal die Chance, so einen Diesel mal reinzuschauen. Denn sowas werdet ihr nicht nochmal kriegen. Und hier sind Batterien, sind hier, die damals installiert waren. Und hier ist noch ein Plan zum Aufbau mit Lüftungsanlage. Da steht auch Achtung Raumfilter, nur im Ernstfall in die Schutzluftleitung einbauen, nicht bei Übungen. So, also haben ja auch Übungen stattgefunden. Hier ist noch ein Wasserbehälter. Und hier ist nochmal einer. Na, hier ist kein Vandalismus. Okay, seht ihr gleich. Die haben ein paar Leute Waschbecken kaputt geschmissen. Aber keine Graffitis. Und hier haben wir nochmal so ein Aggregat. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ach, das ist ein Kompressor. Aber man sieht hier schon mal die Sprache. Arret, arretieren, Marsch heißt normal, wer so zu Stand. Also, und hier zeigt der Temperatur an. Warm wie kalt. Und da sieht man schon, wo es herkommt. Es kommt aus Stuttgart. Man hört sogar hier, wenn es still ist. Hört man da, wie der Ventilator Luft durchkommt. Und hat sogar von draußen die Straße. Also ich merk's, dass die Luft durchzieht. Hier haben wir nochmal für einen Alarm. Das ist ein Rauchmelder. Das ist ein Rauchmelder. Und hier hat man uns erklärt, dahinter ist sozusagen der Sandfilter. Hier ist sozusagen der Filter. So, damit da mal ein bisschen Spannung dran spielt, gehen wir mal hier durch. Ich kriege hier mal durch für euch. Dann werden wir uns das mal genauer anschauen. Das müsste. Lüftung. Und das hier ist ein Filter. Man sieht schon, wie klein das hier ist. Von da aus sieht man die Straße. Und schon diese fetten Türen. Das ist schon mega. Das ist ein Ventilator. Bitte Ventilator dort natürlich gehabt. Sogar noch die originalen Dichtungen drin. Also wie gesagt, der war von der Deutschen Bahn. Der Bunker. Darf ich jetzt nicht runtergehen, weil da komm ich nicht hoch. Aber ich zeige euch mal ein bisschen was. Man merkt auch, was zieht Luft. Man merkt auch, es zieht Luft hier hoch. Sozusagen sind so Lüftungskanäle von Bunkern, wo halt Frischluft durchgeht.
wie lange ich gerade durchgekocht bin. Ich werde jetzt andere Seite, weil ich werde jetzt weiter so kriechen. Viel mehr zu sehen als das. Wie das hier wird der Auspuff gewesen sein. Dass die Abgase nach draußen geleitet werden. So, jetzt wo ich mich hier befinde, das ist so gesehen die Gasschleuse. Normalerweise wird diese Tür geschlossen, diese Tür und diese Tür. So, wenn ihr wisst, was das hier für Sachen sind, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke mal, dass das Sachen sind, um die Tür zu verschließen. Schwer. Oder vielleicht eine Bratung, etwas zu bauen, um halt Wasser eindringen, also ein Wasser, sag ich mal, stehen einzudringen. So, ich sehe mal dann sozusagen Inneren des Bunkers. Und ein Gasch ist vorbei. Ihr seht, hinter mir ist die Gasschleuse. Und hier haben wir schon mal wieder ein Druckventil. Was wegen soll die Druck wieder reinkommt und das nichts sozusagen reinkommt. Weil hier sieht man auch auf zu. Hier haben wir auch noch mal. Und E14. Hier oben sind noch so alte Lämpchen drin. Was für ein Schild. Und hier ist eine Umschaltung. Die Gesamtumschaltung steht hier drauf. Grundstellung, Einzelumschaltung. Also wenn ich aber rausfinden werde, dann werde ich nochmal das Video packen. Oder aber ihr seid gefragt und schreibt was dazu in die Kommentare. Hier haben wir nochmal Elektrizitätsraum. Ja, hier ist noch alles original drin. Wirklich alles original, ist nichts kaputt. Das ist schon mega, sowas. Und ich finde das immer schön, wenn das so. Wenn es diese transparenten Kästen sind, also diese grauen Kästen, die man in der Industrie kennt. Im Bunker werden meistens diese verbaut, oder aber im Leiterbunker war das nicht der Fall. Da hat man sozusagen dann diese grauen Kästen genommen, weil das halt ein Feuchtgebiet war. So, der Bunker ist auch ein bisschen feucht, aber hält sich alles in Grenzen. So, und hier kann man schon mal sehen. BS1, BS2. So, und da ist quasi ein 300
verteilt. Man sieht auch, die haben ziemlich viele, ziemlich wenig Druckventile. Also die hat eine Explosion verhindern sollen, weil der auch nicht unbedingt für so viele Menschen ausgelegt war. Wie gesagt, der Bunker sollte nur einen Bahnbetrieb aufrechterhalten können. Wo hat man sowas? Schau mal, dass ein Bunker so gut erhalten ist. Auch hier diese ganzen Nebenröhren, die sozusagen explosionsgeschützt sind. Man sieht das hier an so Verschraubungen. Also wenn hier mal eine Erschütterung, sag ich mal, ziemlich heftige Erschütterung sein wird, die fallen nicht runter und die sind auch mal hier in diesem Glas drin, das Plexiglas. Also hier kommt nichts runter, wenn es hier mal knallt. Na, auch hier diese Markierungen, wo der Ausgang ist. Und jetzt seht ihr das ein bisschen. Ich mache mal richtig Licht. Hier haben wir auch wieder Phosphorfarbe drin. Aber ihr seht hier schon, wie gut das erhalten ist. Ich mache es mal Lampe aus. Und man sieht es immer noch. Wenn ich jetzt den Strommodus anmache, dann lädt sich das besser auf. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Na, ihr seht das jetzt, wie sich das auflädt. Und dann haben wir hier nochmal, an der Türe ist auch nochmal Phosphor. Könnt ihr vielleicht rein, an das Hilfskrankenhaus war das auch, die ganzen Türen waren auch mit dieser Leuchtfarbe. Ja, und die ganze Tür ist dann sozusagen rundherum. Dieser Phosphorfarbe gestrichen. Ich kann es kaum sehen, weil das halt ein ganz schwacher Strich ist. Das ist so, wie ich die Strohung machen muss, aber geht nicht anders. So, ihr seht es nicht, schade eigentlich. Ja. Mache ich mal wieder Licht an. Später werden wir nochmal durchgehen, wenn es hell erleuchtet ist. Dann machen wir nochmal Strom für euch an. Also heute gibt es ein möglichst langes Video. Ja, auch hier ist Telekommunikation drin gewesen. Um halt den Bahnbetrieb aufrechterhalten zu können. Man sieht das ja auch hier, das ist total uralte Technik. Und auch hier oben. Total feine Drähte. Hier steht auch Bunker aus, Uhren ein. So, also nicht alles Telekommunikation. Es ist auch eigentlich nicht unbedingt Elektrizitätsraum. Das hat eher was mit Fernmeldung zu tun. Beziehungsweise Telefon, um halt zur Außenwelt in Verbindung zu stellen. Das seht ihr auch hier. Könnt ihr das sehen? Und dieser Raum hat nichts mit Elektrizität eigentlich zu tun. Das ist eigentlich nur, um halt Verbindungen aufrechtzuerhalten. Und ihr seht das auch hier. Die sind zwar gekappt, also hier ist kein Strom mehr drauf. Aber ihr seht das hier, die sind verblombt. Und auch da unten luftdicht verschlossen. Und das sind sogenannte Leerrohre, die werden verblombt. Und wie das hier, das Grün. Das hat noch was mit Lüftung was zu tun.
Ich war mal schon. Nee, ist der zweite. Ach krass. Okay. Hier ist dann schon mal der zweite Raum. Ich dachte gerade, ich wäre die Nummer reingelaufen. So, und das wird auch dann sozusagen der andere Raum gewesen sein. Ja, man sieht das auch hier. Abteilungen. Hier die ganzen Abteilungen sind hier sozusagen drauf. Lass mal meinen Diffusor nehmen. Damit ein bisschen was so verteilt hat, Licht ein bisschen weicher. Die Lautstärke, und das hat mit Funk zu tun. Mikrofon, Sprechen, Sicherung defekt, Mithören, Spannung. Da steht da Bunker WL. Da steht auch Telefunken. So. Gleichrichtig Stromverbrauch, ja, Strom. Ja, ich habe am meisten mit Gleichstrom gearbeitet. Auch hier. Bedingungsanweisungen und Lesen für Schäden, die durch falsche Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Garantie. Ja. So, auf dem richtigen Netzanschluss achten steht auch drauf. Ja, schon diese alten Nazi-Steckdose, sag ich das mal einfach. Heftig. Das ist schon krass. Auch hier wieder Neonröhrig explosionsgeschützt. Da oben ist ein Rücklauf für Luft. Rot gekennzeichnet. Also man kann sich vorstellen, hier wird es auch tierisch warm drin werden. Da wird dann sozusagen bei diesem Kanal hier, denke ich mal, ja, da oben ist ein Gitter, das ist dann verbrauchte Luft. Ja, und das ist erst die erste, das ist das erste Stockwerk erst. Der hat zwei Stockwerke, der Bunker. Noch hier ganz schön mit den Nummern noch drauf. So, hier haben wir Kommandozentrale. Na, ihr seht jetzt noch nicht viel. So, aber jetzt müsst ihr was sehen. So, hier sind alles Planquadrate. Na, Posen müsst ihr euch was sagen. Danzig, Köstlin. Stettin, da war ich schon. So, das wird Hamburg sein, Kiel, Flensburg,
So, und das sind Planquadrate, wo das eingeteilt worden ist. Und wäre es hier zu einem Zwischenfall gekommen, dann hätte man sozusagen diese Planquadrate einteilen können. Und sagen zum Beispiel Goslar war schon zum Osten noch. Goslar zum Beispiel ist jetzt sozusagen, ist eine atomare Wolke. Ist eine atomare Wolke und die breitet sich jetzt aus. Zum Beispiel zieht jetzt nach Frankfurt am Main. Dann weiß ich, okay, Frankfurt am Main muss ich alles hier dann auslösen. Hier ist alles drauf. Emden, Bremen, so, hier ist Deutschland. So, hier war ich sonst beim lieben Finn, beim Melling TV. Goslar war ich auch. Osnabrück war ich auch schon. Aber halt nicht Lost Place-mäßig, Urbex-mäßig. So, Wattenberge, Leipzig. Ja, Leipzig, Dresden war ich auch schon vor einigen Jahren. Aha, ja, Magdeburg. So, wo haben wir denn hier, wenn hier Magdeburg ist? Da müsste irgendwo dazwischen. Müsste Paderborn, Fulda. Okay, er ist also nicht drauf. Also, sorry, die Marx, aber Halle ist nicht drauf. Ja, hier war sozusagen Kommandozentrale. Sieht man auch an den Räumlichkeiten, hier ist ziemlich viel Platz. Ich glaube, gleich mal riesengroßer Tisch drin, wer weiß. Wo halt, ich sag jetzt nicht, wichtige Entscheidungen getroffen worden sind. Das wäre echt sonst der weit hergeholt. Ja, auch hier überall diese Schilder, wo man was drin war, was geleuchtet hat. Schon mega. Ja, der Bunker, der ist ehrlich gesagt so groß, man verläuft sich fast hier drin. Unten ist natürlich der Krach, wie immer. Das ist bestimmt der Netz gewesen. Na, auch hier wieder. Notausgang wird beschrieben, in welche Richtung es hier rausgeht. Hier unten ist kein Notausgang. Gibt aber hier nochmal einen Notausstieg. Ist mal ein Notausstieg gewesen. Hier merkt man auch schon, hier ist es feucht. Hier ist der Notausstieg. Also hätte man durchs Treppenhaus nicht mehr gekonnt, weil wegen Feuer was weiß ich, was auch immer, hätte man sozusagen hier die Luke öffnen können, wäre sozusagen hätte flüchten können. Und hätte flüchten können. Ja, auch hier Lüftungskanal wieder. Da oben ist immer Ventilator. Nicht über 0,35 Ampere belasten. Hier steht auch da oben Ablüfter. So, und das sind die Kästen, worüber ich gesprochen habe, die so grau sind. Ob diese Explosionsschutz haben, weiß ich es nicht. Aber schon mega. Das war jetzt Raum 15, auch hier ziemlich geil gezeigt. Sowas. Hier steht die 15. Und dann hier steht auch nochmal die 15. Man weiß direkt, wo man reingeht. Schon krass, das Teil. Dann müssten wir hier Frischwasseraufbereitung, also Wasservorrat, so gesehen. Da steht es auch 1500 Liter Inhalt. So, das sind 2500. 2500. 12.500. 12.500. So, das sind 25.000 Liter Wasser, die man hier hat.
insgesamt. So, kommt jetzt noch ein Tank dazu. So, und das sind nochmal 600 Liter. So, ich denke mal, die 600 Liter waren vielleicht für Trinkwasser. Kann man jetzt ehrlich gesagt nur rätseln. Na, hier ist nochmal aufgebaut. Anweisung zur Aufstellung und Wartung des Speckpumpwerks. Selbst hier habe ich schon mal gesagt, im Bunker, wenn ihr im Bunker wärt, und ihr müsst jetzt sozusagen Bunker sein, warum auch immer, ist es alles erklärt. Ihr kommt zurecht. Schnüffelventil saugt keine Luft. Da, verklebtes Schnüffelventil. Verstopftes Einsaugloch im Schnüffelventil. Oder hier, Gummilippe mit rundspitzen Gegenstand öffnen. Durchputzen. Das sind alles so Tricks, die sozusagen der Techniker euch sozusagen hier verrät. Na, hier ist nochmal alles erklärt, vor allen Dingen mit den Nummern. Was hier ist, zum Beispiel 3 ist zum Beispiel Druckkessel, ist ja ganz klar. Ne? So, was werden die 14? Die 14 ist Belüftungsautomat. So, also ihr habt vollen Durchblick. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kommt da klar. Zum Beispiel hier Druckerhöhungsanlage für Trinkwasser. So. Das ist komisch, dass der keine Wasserleitung ist. Es kann natürlich sein, dass hier ein Kompressor ist, der sozusagen Druck aufbaut. Und dann wurde vielleicht auch hier. Okay, ich dachte, wäre verbunden, ist nicht verbunden. Ja, auch hier seht ihr auch, das ist normalerweise ein Gerät. Ja, das ist aus Edelstahl, das kann man leicht reinigen. Das könnte für Trinkwasser sein. Ach, hier diese krasse Bunkertür hier. Ist zwar nicht so dick wie die Außentür. Ihr merkt schon hier ist es feucht. Was hat er denn gesagt, ich was hat er? Na gut, wenn man was hat die Stiefel erwartet. Ach hier, das sollen Büros gewesen sein. Ich tippe aber jetzt eher darauf, dass sie vielleicht mal Brettschneider waren. Also ich kenne das Fernmeldebunker. Und hier oben sieht man auch, da ist eine Klappe. Wer weiß, wo die hinführt. Und auch hier. Bahnhof Essen, kann ich ja ruhig sagen. Gerätenachweis. Matratzen. Ah, okay. So, also, das war kein Büro, das war sozusagen Pritschenraum, wo man sozusagen geschlafen hat. Aber mit Luke zum Öffnen, dass man rauskam, wenn irgendwas passieren sollte. Hier steht es auch Batterieraum. Ich werde ja mal von Leuten gefragt, die auf Dosen keine Ahnung haben. Was ist da für ein Raum gewesen? Es steht eigentlich auf jeden Raum drauf, was das früher mal war. Und hier unten liegt doch das Schild. Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Was mich allerdings wundert, ist, dass die Gase nicht raus können. Schon mega. Na, hier das Wand. Okay, die Tür hat es hinter sich. Gehen wir mal so durch. Das sind Toiletten gewesen. Wie gesagt, gewesen, ne? So, selbst die Pissoirs sind sozusagen gefedert. Falls hier eine
sag ich mal, Detonation stattfinden sollte und die Erde bebt, können die nicht kaputt gehen. Die sind sozusagen gegen Erschütterung geschützt. Selbst die Klos sind auch nochmal gefedert. Also wenn man Kacken hier drauf sitzt, dann wird da ein bisschen durchgerüttelt. Mega. Selbst Toiletten haben sozusagen hier 10C, 10B. Es gibt zwei Toiletten. Okay. Also sollte man sich nicht lange aufhalten, wir wollen noch mehr Leute auf Toilette. Vielleicht war da mal die Besenkammer. Hier ist noch eine Toilette. So, hier wird es noch ein bisschen größer. Diesen Nazi-Schalter. Ah, hier ist kein Strom mehr drauf. Kann ruhig rangehen. Man sieht auch hier bildet sich Kondenswasser. Eine Abwasserhebeanlage ist das sozusagen, damit das Abwasser nach oben kommt. Da steht auch Wasser drin. Abwasserausgang, Überhandpumpe, Abwasserhandpumpe. Wird da wohl drin sein. Ja, hier steht es auch mal. DB, ey, das ist richtig alt, ey. Wenn man sich das mal überlegt, da steht noch DB drauf. Hier ist es Lüftungsanlage, wird da die Klimaanlage drin verbaut sein. Selbst hier bewegt er sich noch. Ich traue mich ehrlich gesagt. Okay, das verrostet. Sollte da nicht mit Gewalt sowas rangehen. Wenn, sag ich mal, hier Strom ausfallen sollte, dann könnt ihr euch sozusagen mit Frischluft versorgen. Beziehungsweise ist das sozusagen ein Luftwäscher. Ne? Hier steht es auch Notluft. Und da sind wir schon wieder bei der Schnellschlussklappe SK8. So, und man sieht auch direkt, hier ist zum Beispiel eine Anzeige, die soll anzeigen, wie viel Duft ihr fördert. Hier ist nochmal der zweite. Und hier ist auch nochmal eine Anzeige, wie viel Duft gefördert wird. So, und das sind sozusagen von der Firma Auer Gesellschaft, die sozusagen für Bunker Systeme erstellt, beziehungsweise Systeme für Frischluft zu fördern. Ne? Diese schönen Kampfstofffilter. So. Also diese Bunker, dieser Lüftungsanlage ist komplett noch intakt eigentlich, nur halt sie ist lost. Hier steht es auch, Teilklimagerät M25, Zulüfter. Jalousieklappe. Man sieht auch, was ich hier sozusagen, selbst im Lost Place, im Bunker, da wächst noch was. Da das Holz. Dann haben wir hier nochmal Elektronik, Kältemaschine, Kaltwasserpumpe, Kondenslüfter. So, und Kondens bildet sich halt hier. Und hier sehen wir nochmal den ganzen Aufbau der ganzen Anlage mit Beleuchtung. Wenn hier irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas einen Ausfall hat, wird das euch angezeigt werden. Hier haben wir jetzt eben gestanden, das war sozusagen der Notbetrieb. Schaltschrank, Teilklimaanlage. Da steht es auch dran. Da oben. Schon heftig. Ah, okay. Das war in der Schacht, die wir, glaube ich, gesehen haben. Das sind diese
Schächte. Ach, hab ich alles mit euch für Stuhl, ey. Und hier zum Beispiel, das sind diese sozusagen die Lüftungskanäle, wo halt die Luft durchgeht, damit man hier sozusagen Luft drin hat zum Atmen. Man sieht das selbst hier jetzt. Das zum Beispiel, das ist ein Luftfilter. So, und der hat hier die Klimaanlage angesaugt und hat dann sozusagen die Luft gereinigt und runtergekühlt. Na, aber ist halt ziemlich, ich sag mal so, feucht halt. Aus diesen alten Bunkern kennt. Diese Rohre. Und da hinten ist, denke ich, mal noch eine Druckklappe drauf. Volltreffer. Ja, das war sozusagen. Da steht es auch auf. Steht auch drauf. Und da steht auch Druckwellenschalter, Brandschutzthermostat. Schon krass. Also, ich habe schon gesagt, Drosselklappe. Und hier ist sie sozusagen verbaut. So, normal Luftdrosselklappe ist oben auch verbaut. Das ist diese Klappe, die ihr eben gesehen habt im Video. Um das halt zu drosseln. Kennen wir auch, Stiebelelektronen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Sirene. Und nochmal Bedienungsanweisung. So, hier haben wir einen Tankraum. Schade, dass es keine große Tür gibt, sonst könnt ihr das riechen. Und das ist die Belüftung, wo sozusagen das Wasser aufbereitet wird, oder beziehungsweise das Wasser, sozusagen Trinkwasser, gelagert ist. Und das ist sozusagen die Pumpe. So gesehen, damit der Diesel halt Sprit hat. Steht da nochmal DBS. Feueroffenes Licht und Rauch verboten. Vom Tankraum. So, dann sollte eigentlich jetzt gleich Licht angehen. Das ist nämlich sozusagen das Highlight. Hier seht ihr zum Beispiel, alles kaputt geschlagen. Es ist noch kein Licht. Da ist es. Da ist das Licht. Ihr hört sogar hier das Pfeifen. So, aber jetzt habt ihr das Highlight. Ihr habt einen beleuchteten Bunker. Hier zum Beispiel ist auch nochmal. Meinst du die Türe? Jo. Aber hier ist auf jeden Fall ein Kontakt, ein Türkontakt. Der scheint aber nicht mehr. Da ist kein Strom mehr, hat der ja gesagt. Luftzug. Ja, da ist er hinter. Ach du Scheiße. Wo geht's lang? Das ist der Eingang gewesen. Ja.
glaube, das ist beim Posttunnel. Da geht's hoch und auf uns ja. So. Ja, da ist geht's. Geh mal gucken. Ja, ich schau zur Post. Da müsste der Posttunnel sein. Soll ich da mal hochgehen? Ja, geht ja mal. Ich mache kurz mein Ding hier fertig. So, hat da ein bisschen was hier von dem Bunker noch seht. So, jetzt kann ich mich meine Taschen mal ausschreiten. Ne? Wo gibst du was? Beleuchteter Bunker. Habt ihr bei mir nicht oft. Ne, das Treppenhaus beleuchtet. So, nur die anderen sind klein. Ist halt nur, sag ich mal, ein bisschen lichter, damit er sich bewegen kann. Lasst mir ein kostenloses Abo da und wir sehen uns am Mittwoch, 21:30 Uhr, sehen wir uns wieder. Ciao, Leute.